Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum 11. Türchen des literarischen Adventskalenders 2019. Dieses Jahr ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg, einer neuen innovativen Jugendarbeit, die Stadt Kronberg aufbaut. Jugendkoordination koordiniert nicht nur die Ideen und Energien, die in Jugendlichen stecken und versucht Wege zu finden, dass Jugendliche selber das umsetzen können, sondern Jugendkoordination koordiniert auch die Begegnung zwischen Jung, Jugend und älteren Mitbürgern. Und wir wollen Räume der Begegnung schaffen, wir wollen Möglichkeiten eröffnen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander Geschichten vom Leben zu erzählen. Und wir glauben daran, dass wenn man sich kennenlernt und wenn man Geschichten miteinander teilt und wenn man voneinander weiß, dass man dann auch viel besser miteinander auskommen kann in der Stadt, in der man wohnt. Ja, gestern haben einige gefragt, woher ich denn wohl meinen fantastischen englischen Orangenkaffee habe, den ich da getrunken habe. Deswegen hier sei eine kleine Werbung erlaubt. Es ist von Lidl's Chocolate Orange Instant Coffee. Den gibt es bei Amazon und sicherlich auch in anderen Online-Shops. Ich persönlich habe ihn im Edeka Scheck Innencenter in der Ferdinand-Happ-Straße in Frankfurt gekauft. Aber wenn ihr ihn dort sucht, dann werdet ihr ihn nicht mehr finden, denn ich habe alles aufgekauft. Yeah! So, literarischer Adventskalender 2019. Ich lese meistens aus diesen beiden Büchern. Einmal Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und Weihnachtswunderzeit. Das neue Buch von Thomas Klappstein, Frank Bonkowski und Micky Wiese. Und wie immer hier der Aufruf, kauft es euch in eurem Local Bookstore. Oder wenn ihr nicht mehr so richtig laufen könnt, dann bestellt es halt online und lasst eine Rezension da. Das würde uns sehr freuen. Und vergesst nicht, auf den selbstgemachten Honig hinzuweisen. Und macht doch ein Foto von euch und einem dieser Bücher, wie ihr es gerade erwerbt oder gerade jemandem schenkt und postet das hier unten. Das würde uns auch sehr freuen. Heute Morgen war ich in Offenbach in der Geschwister-Scholl-Schule und habe dort 4 6. Klassen die Weihnachtsgeschichte erzählt. Die Geschichte davon, dass Gott sich auf die Suche nach den Menschen macht, dass Gott einer von uns wird. Ein Mensch, dass er sich schwach macht, damit wir keine Angst zu haben brauchen. Und deswegen will ich heute eine Geschichte vorlesen, euch eine Geschichte erzählen, die genau zu diesem Thema passt, dass Gott sich auf die Suche macht. Diese Geschichte ist bisher noch in keinem Buch erschienen. Es ist eine Geschichte, die ihr nirgendwo nachlesen könnt, sondern nur nachhören, wenn ihr dieses Video seht. Und zwar eine Geschichte davon, wie Gott sich auf die Suche macht nach Menschen, die sich verirrt haben oder die verloren gegangen sind oder die irgendwie anders im Leben sich verstrickt haben und ein bisschen Hilfe gebrauchen können. With a little help from our friends. Mit wem wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Also es ist ein modernes Gleichnis über das Reich Gottes und könnte also in dieser Reihe auch erscheinen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das Reich Gottes ist wie ein Tiefseeanglerfisch, moderne Gleichnisse vom Reich Gottes. In diese Reihe passt es hinein, aber es passt eben auch zu Weihnachten und zum Advent und deswegen lese ich das heute mal vor. Mit was wollen wir das Reich Gottes heute vergleichen? Das Reich Gottes ist die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht. Das passiert da, wo wir leben. Es ist mitten unter uns und will von dir entdeckt werden. Wenn du wissen willst, wie es ist,
dann denk doch zum Beispiel mal an den alten Mann, der seit einiger Zeit durch die U-Bahn-Welt der großen Stadt stolperte. Niemand kannte ihn und hatte ihn je bemerkt. Darum konnte auch niemand so genau sagen, seit wann er in den Bahnhöfen, B-Ebenen und Zügen auf der Suche war. Aber immer mehr Menschen brachten ihn in Verbindung mit den DIN A4-Zetteln, die überall hingen und auf denen eine hübsche junge Frau zu sehen war, die so um die 17 Jahre alt sein musste. Sie saß mit einem etwas älteren Mann auf einer Hollywood-Schaukel in einem wildblühenden Garten und lachte gelöst in die Kamera. Der Text unter dem Foto sagte, dass es schon 12 Jahre alt war und ob jemand eine Frau um die 30 kenne, die so aussähe wie diese Frau auf dem Foto, und dann noch ein Treffpunkt, wo der alte Mann jeden Tag um die Mittagszeit warten würde. Er hatte nämlich keinen festen Wohnsitz und übernachtete immer wieder in unterschiedlichen Obdachlosenheimen. Außerdem war seine Suche den Obrigkeiten ein Dorn im Auge, weil seine Zettel die Umwelt verschmutzten und Fahrgäste sich von seiner Anwesenheit belästigt fühlen könnten. Dabei ging der alte Mann immer sehr höflich mit den Menschen um, die er ansprach. Er war auch regelmäßig früh morgens gewaschen und mit einem seiner 3 unterschiedlichen Outfits älteren Datums mit den Berufstätigen unterwegs. Und je nachdem, wie viel Zeit sie ihm schenkten oder wie lange die Fahrt bis zu ihrem Ziel dauerte, desto mehr öffnete der alte Mann sich ihnen. Da bekamen die einen mit, dass es einen Streit zwischen Vater und Tochter gegeben hatte. Andere wussten zu berichten, dass die Tochter aufgrund eines Missverständnisses von zu Hause weggelaufen war. Und wiederum andere glaubten gehört zu haben, sie sei von bösen Menschenhändlern entführt worden. Sicher war eigentlich nur, und da waren sich die meisten einig, dass der alte Mann jetzt in ihrer Stadt auf der Suche nach ihr war. Es gab sogar schon einige kleine Gruppen von Computerfreaks, die das Foto eingescannt hatten und mit speziellen Bildbearbeitungsprogrammen darzustellen versuchten, wie die junge Frau jetzt mit 29 Jahren aussehen müsste. Der alte Mann freute sich jedenfalls immer wie ein Schneekönig, wenn Menschen zu ihm an den Treffpunkt kamen und ihm neue Bilder zeigten oder ihre Gedanken zur Optimierung der Suche mit ihm austauschten. Am Wochenende, wenn niemand arbeiten musste, war es am Treffpunkt besonders lebendig und viele brachten Frauen mit, die seine Tochter hätten sein können. Und auch wenn seine Tochter nicht dabei war, kam es doch immer öfter zu Familienzusammenführungen, weil andere Väter von der Geschichte des alten Mannes gehört hatten und davon, dass verlorene Töchter sich dort versammelten und unter Tränen den Geschichten lauschten, die der alte Mann von der Zeit erzählte, als seine Tochter und er noch glücklich in ihrem wildblühenden Garten wohnten. Niemand wusste im Nachhinein, wann es genau passiert war. Aber eines Tages sah man den alten Mann nicht mehr in der U-Bahn-Welt der großen Stadt und seine DIN A4-Zettel verwehten langsam im Wind. Am Treffpunkt wurde es jedoch am Wochenende ungebrochen immer lebendiger und viele schöpften Hoffnung und Kraft aus dem kleinen Polaroid-Foto, das an einen Baum gepinnt war. Auf dem Foto sah man den alten Mann und eine Frau Ende 20 und beide lachten Arm in Arm befreit in die Kamera. Unter dem Foto stand in zittriger Handschrift nur ein Wort: Danke. So ist das Reich Gottes und es ist noch ganz anders. Aber davon erzähle ich euch noch ein anderes Mal. Am besten zum Beispiel morgen bei der nächsten Geschichte des literarischen Adventskalenders. Und wie immer wünsche ich euch einen wunderbaren Nachmittag noch und dass ihr viele wundersame Erlebnisse noch
an diesem Tag und in den nächsten Tagen des Advents habt, bis Weihnachten kommt und dass ihr Weihnachten in euren Herzen spüren könnt, dass ihr spüren könnt, dass Gott sich auf die Suche nach euch gemacht hat und dass ihr ihm begegnen könnt, mitten in all dem Trubel, mitten in all den Dingen, die noch zu tun sind, mitten in eurem Alltag. Dafür wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Segen und bis morgen. Auf Wiedersehen.